Herzlich willkommen, liebe Gurus. Diesmal ist es wieder Zeit für eine Folge Video-Experten-Interview mit Selina Wibinski. Die haben wir eingeladen, weil es um das Thema Coronavirus geht. Und wir wissen, dass ihr ganz viele Fragen an uns gestellt habt und ganz viel wissen wollt zum Thema, was passiert jetzt mit meiner Reise, wie sieht es mit Stornobedingungen aus und so weiter. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sammeln diese Fragen alle, versuchen das alles mit euch zu klären und Selina wird mir da zur Seite stehen. Gut, Selina, willst du uns vielleicht einfach nochmal sagen, wer du bist und was du machst? Das mache ich gerne. Hallo, ich bin Selina Wibinski, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Transport- und Speditionsrecht aus Unna. Genau. Und Selina hat uns letztes Mal schon zur Seite gestanden beim Thema Thomas Cook. Und diesmal haben wir uns gedacht, weil es sehr, sehr viele rechtliche Thematiken gibt, die wir nicht einfach so darstellen können, wäre es wichtig, dass wir nochmal einen Experten haben, der uns zum Thema Stornobedingungen was sagen kann und die rechtliche Lage bei Flugbuchungen nochmal darstellt, weil das eben alles unterschiedliche Punkte sind, die wir mal genauer besprechen können. Im Bestfall machen wir es jetzt so, dass wir jetzt erstmal anfangen mit dem Thema Stornobedingungen, Stornorecht, damit ihr wisst, wenn ihr eine Reise gebucht habt, dürft ihr die jetzt einfach so stornieren, weil ihr Angst habt davor, in den Urlaub zu fliegen? Oder gibt es da bestimmte Einschränkungen? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ja, also grundsätzlich müssen wir unterscheiden, was sind Pauschalreisen und was sind Individualreisen. Wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe, das heißt, es sind mindestens zwei Reiseleistungen, die ich bei einem Reiseveranstalter gebucht habe, dann habe ich über diesen Reiseveranstalter auch einen besonderen Schutz. Dann bin ich im Anwendungsbereich des BGB 651a fortfolgende und da gibt es eben Regelungen, wann ich wie wo eine Reise stornieren, also zurücktreten kann und wann das entschädigungslos möglich ist. Grundsätzlich kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dann muss er auch den Reisepreis nicht bezahlen. Allerdings kann der Reiseveranstalter dann eine Entschädigung verlangen. Eine sogenannte Stornogebühr, Aufwandsentschädigung. Und das ist ja in allen AGBs eigentlich auch geregelt und die sind teilweise auch sehr hoch. So, und das Gesetz regelt jetzt den Fall, wann ich eine solche Stornoentschädigung nicht beanspruchen kann als Reiseveranstalter und das sind bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen, ist das der Fall. Ja, und da müsste man jetzt vielleicht einmal ganz kurz sagen, kannst du das in etwa einschränken, was unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände sind oder geht es gar nicht? Es ist schwierig, das ist natürlich wieder so ein abstrakter juristischer Begriff, den man ausfüllen muss und worüber man sich sehr, sehr lange streiten kann. Wichtig ist, dass es objektive Gegebenheiten sein müssen. Das heißt also, meine subjektive Einschätzung und Angst spielt da keine Rolle, sondern es müssen tatsächlich objektive Anhaltspunkte vorliegen. Und wenn ich jetzt sage, das Coronavirus, wie sieht das aus? Ist das ein Grund? Ist das ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand, der dazu führt, dass meine Reise erheblich beeinträchtigt ist? Dann kommt es darauf an. Ein starkes Indiz dafür wäre dann, wenn das Auswärtige Amt eine offizielle Warnung für dieses Reisegebiet ausspricht. Und dann wirklich auch eine allgemeine Warnung und nicht nur eine Teilreisewarnung vielleicht für bestimmte Regionen, sondern... Also es muss nicht zwangsläufig eine sogenannte offizielle Reisewarnung ausgesprochen werden, aber das ist eben ein starkes Indiz. Und wenn ich sicher sein will, dann sollte ich darauf hören. Wenn nicht, ist es so ein bisschen das Risiko von mir selbst. Okay. Also es ist nicht so ganz leicht einzuschränken, Nein, ab das wann liegt ein Stornogrund vor. Das ist ja schon mal auch ein bisschen kompliziert. Ne? Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen ist, dann kann ich entschädigungslos die Reise stornieren. Okay. Das heißt, im Grunde ist es dann eine kostenfreie Stornomöglichkeit für denjenigen, der gebucht hat. Ja. Okay. Also da kommt es immer ein bisschen drauf an, in welche Region geht die Reise. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade was gebucht habt, beispielsweise in Richtung China, kann man schon durchaus nachvollziehen, dass sehr, sehr viele Reiseveranstalter da überhaupt gar keine Probleme mit haben, kostenfrei stornieren zu lassen. Es kommt aber immer darauf an und es ist extrem wichtig, dass man einfach einmal schaut, was habe ich überhaupt für eine Reiseart gebucht? Habe ich eine Pauschalreise gebucht und bei welchem Veranstalter? Und dass man dann wiederum bei dem Veranstalter auf der Website nochmal schaut, wie sind die Stornobedingungen für meine persönliche Reise, nicht allgemein vielleicht, sondern eben genau für die Kombireise, die ich da gebucht habe, in Zusammenhang mit vielleicht paketierten Flügen oder so. Das sind halt alles so Umstände, über die man einmal nachdenken muss, beziehungsweise bei denen man sich mal in den AGBs ein bisschen schlau machen muss. Und deswegen können wir jetzt gar nicht so pauschal sagen, passt auf, es gibt unter den und den Umständen für euch auf jeden Fall, egal für welche Reise, in welche Region, die Möglichkeit, kostenfrei zu stornieren. Das ist ein bisschen tricky leider, aber ich hoffe, das konnte schon helfen, dass ihr zumindest ein bisschen wisst, was es für Umstände geben muss.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Dass man, das eine ist die gesetzliche Lage, wann kann ich ohne, also kostenfrei stornieren oder zurücktreten. Das andere ist, dass natürlich die Reiseveranstalter auch darauf reagieren, auf die Ängste und Sorge der Reisenden und von sich aus freiwillig Stornoregelungen anbieten, dass man eben dann doch kostenfrei stornieren kann. Also unbedingt frühzeitig den Reiseveranstalter kontaktieren. Ja. Das Gleiche ist, wenn Einreiseverbote oder Ähnliches herrschen, da ist dann auch die Frage, wie konkret ist das? Ist das ein außergewöhnlicher Umstand, ja oder nein? Das ist ziemlich schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten und deswegen direkt den Reiseveranstalter kontaktieren. Genau. In dem Zusammenhang ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass wir auf unserer Webseite einen Artikel zum Thema Corona gerade gepinnt haben für euch. Da findet ihr alle Pauschalreiseanbieter, die aktuell kostenfreies Storno anbieten. Und da könnt ihr einfach mal gucken, unter welchen Umständen das möglich ist, wie groß da die Kulanz ist jeweils, in welche Bereiche das geht und so weiter. Das unterscheidet sich von Veranstalter zu Veranstalter ein bisschen. Deswegen lohnt es sich auch da zu gucken, welche Reisen sind davon vielleicht ausgeschlossen und so weiter. Guckt euch das ruhig mal an und dann könnt ihr vielleicht vergleichen, welcher Veranstalter da in dem Fall dann trotzdem für euch am besten passt, wenn ihr jetzt in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall was buchen wollt, weil ihr vielleicht noch in den Osterferien weg wollt. Also guckt da ruhig mal rein, auf jeden Fall. Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass die Reiseveranstalter von sich aus vor Beginn der Reise sagen, wir treten vom Vertrag zurück, wir führen die Reise nicht durch. Dann wird natürlich der Reisepreis erstattet. Da fällt mir gerade ein, ich habe Flüge gebucht und zwar nach Teneriffa Ende des Monats, also Ende März und habe gestern die Information bekommen, dass dieser Flug aufgrund von Corona nicht durchgeführt wird. Das heißt jetzt für mich, ich hatte die Chance, das einfach zu stornieren und habe das Geld wiederbekommen. Was ist denn mit Leuten, die Flüge gebucht haben und vielleicht einfach nicht fliegen möchten, einfach weil sie nicht genau wissen, wie ist beispielsweise die Lage in Italien und ihr Flug wurde noch nicht von der Fluggesellschaft storniert. Haben die das Recht, sich da selbst kostenfrei stornieren zu können oder gibt es da in der Form keine Möglichkeit? Also wenn du individual gebucht hast, das heißt nur den Flug bei der Fluggesellschaft, dann hat man eben diesen besonderen Schutz über die außergewöhnlichen Umstände bei Pauschalreisen nicht. Das heißt, solange der Flug durchgeführt wird und von der Fluggesellschaft auch nicht gecancelt worden ist und möglich ist, kann man nicht kostenfrei zurücktreten. Okay. Das heißt, also habe ich Glück gehabt sogar, dass ich mein Geld zurückbekomme. Jetzt findet mein Urlaub nicht statt, das ist nicht so cool. Aber zumindest habe ich ja die Chance, das Geld einfach 1:1 wiederzubekommen. Das ist ja schon mal mehr als gedacht. Richtig. Ja. Zu den Flügen noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn ich jetzt Flüge gebucht habe, beispielsweise nach Italien, und die finden nicht statt, habe ich dann die Möglichkeit, beispielsweise zu sagen, okay, die Airline hat mir kurzfristig den Flug abgesagt und bekomme ich dann in irgendeiner Form eine Entschädigung, dass ich beispielsweise auf die Bahn umsteigen kann oder so? Ist das möglich innerhalb von, also nicht, wenn die mir 2-3 Tage vorher absagen? Würde ich als schwierig erachten. Also wenn es wirklich außergewöhnliche Umstände auch für die Fluggesellschaft gewesen sind und einen Grund für bestanden hat, dann ist es schwierig. Okay. Wenn man aber vor Ort nur Unterkunft hat und man hat, musste die stornieren und es geht nicht beides gleichzeitig, weil man eben kein Paket gebucht hat, wie gehe ich denn da am besten vor bei den Hotels? Also auch da, wenn ich einzeln die Leistungen gebucht habe und jetzt nur der Flug nicht stattfindet, ich aber das Hotel, was ich gebucht habe, vor Ort beziehen kann und da keine Gesundheitsgefahr oder Ähnliches besteht, dann muss ich das auch bezahlen und kann auch nicht aus Sorge oder Angst oder kostenfrei das Ganze stornieren. Das ist jetzt vorbehaltlich die rechtliche Lage. Aber auch hier ist es so, dass sowohl die Fluggesellschaften als auch die Hotels und auch Mietwagenunternehmen, die reagieren auf die Ängste und Sorgen der Reisenden und bieten da Stornierungsmöglichkeiten auch kostenlos an. Deswegen immer aktiv jeden Einzelnen kontaktieren und nachfragen. Okay. Also ganz wichtig bei allem, egal ob es Flüge, Hotels oder Pauschalreisen sind, guckt euch an, wie eure Stornobedingungen sind. Eventuell, was in den AGBs dazu steht, was zu eurer Buchung eben angezeigt wird. Und wartet ein bisschen ab. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sich jetzt die nächsten Tage entwickeln. Aber bei den Pauschalreisen, die jetzt schon gebucht sind, ist es, glaube ich, relevant, dass man entweder sich überlegt, man möchte die Reise nicht antreten, dann kann man stornieren, muss aber damit rechnen, dass man auf Kosten sitzen bleibt. Oder man wartet eben ab und tritt die Reise an. Und also es gibt halt nur die beiden Möglichkeiten. Entweder man zieht es durch oder man bleibt eben zu Hause und kann damit rechnen, dass man ein bisschen Geld leider nicht zurückbekommt.
Genau, vielleicht noch wichtig zur Ergänzung. Also diese außergewöhnlichen Umstände, die die Reise beeinträchtigen, die müssen natürlich zum Reisezeitraum vorliegen. Das heißt, ich kann jetzt nicht vorsorglich im März sagen, wenn ich im Juni nach Italien fahre, das ist mir jetzt zu heiß. Es sei denn, der Reiseveranstalter bietet freiwillig diese Möglichkeit. Genau, und das ist bei einigen Reiseveranstaltern so, dass die sagen, wenn ihr jetzt bucht und ihr habt, kriegt kalte Füße bis Ende, Mitte, Ende April, dann könnt ihr bis dahin noch kostenfrei stornieren, dann darüber hinaus dann aber nicht mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise für die Sommerferien bucht, habt ihr bis Ende April die Möglichkeit zu stornieren oder eben nicht mehr kostenfrei. Mhm. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Da müsst ihr euch einfach regelmäßig vielleicht bei uns im Artikel informieren oder beim jeweiligen Veranstalter. Da gibt es oft auch Notfallnummern jetzt für den Fall. Deswegen macht es da auch Sinn, einfach auf der Website des Veranstalters mal zu gucken, was die zu der Thematik gerade sagen, wie da die Entwicklung ist. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Tageszeit, zu welcher Region und so weiter. Also da lohnt es sich einfach nochmal nachzugucken. Ja. Eine andere Möglichkeit, wenn jetzt noch nicht das Stadium des außergewöhnlichen Umstandes bei Pauschalreisen erreicht ist, meine Reise aber davon beeinträchtigt ist, dass also wesentliche Eigenschaften sich ändern, nämlich dass ich eine gebuchte Städtetour nicht mehr machen kann, eine Sehenswürdigkeit nicht mehr angucken kann, dann besteht auch die Möglichkeit, kostenlos von der Reise zurückzutreten. Okay, ja, gut zu wissen. Wir haben auch einige Fragen der Community gesammelt. Also wir haben jetzt gerade ja schon ein bisschen grob besprochen, wie die Thematik ist. Aber viele haben uns geschrieben und wollten ein paar etwas spezifischere Fragen geklärt haben. Und vielleicht gucken wir uns die mal zusammen an. Und zwar war sehr, sehr häufig die Frage, ich habe bereits eine Reise gebucht. Wie sieht's aus? Soll ich die lieber antreten oder kann ich die antreten oder soll ich die lieber absagen? Das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. Ja, also wenn keine offizielle Reisewarnung vorliegt und ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dann würde ich die Reise antreten. Wenn es eine Pauschalreise ist, dann muss ich ja auch wissen, dass ich während der Reise ja auch abgesichert bin. Das heißt, sollte aus irgendwelchen Gründen ich im Hotel unter Quarantäne gestellt werden oder ähnliches, dann ist der Reiseveranstalter in der Beistandspflicht, dann müssen die Beherbergungskosten und auch Mehrkosten bezahlt werden. Er muss mich auch zurückbefördern. Also insofern ist das natürlich nicht schön, wenn das eintritt, aber zumindest bin ich darüber abgesichert. Anders ist das bei Individualreisen. Genau, das war nämlich wirklich eine Frage, wie das ist, wenn man in Quarantäne ist und man hat eine Pauschalreise gebucht. Womit muss man da rechnen? Muss man dann auf einmal Mehrkosten selbst tragen und so? Deswegen finde ich es schon sehr hilfreich, dass man zumindest bei Pauschalreisen sagen kann, nein, ihr könnt euch sicher sein, dass der Veranstalter dann für die Kosten aufkommt. Zumindest, er kann das beschränken auf 3 Nächte und dann muss man halt weiterschauen, ob es eine behördliche Anordnung ist, ja oder nein. Aber die Beistandspflicht gibt es erstmal und die Rückbeförderungspflicht in jedem Fall. Das heißt, wenn ich aufgrund einer Anordnung erstmal nicht nach Hause komme, dann muss hinterher die Rückbeförderung, egal zu welchen Mehrkosten, auf jeden Fall vom Reiseveranstalter getragen werden. Okay, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon hilfreich. Die Frage war noch außerdem, ob man auch kostenlos stornieren kann, wenn man schon vor Ausbruch des Virus gebucht hat. Also wenn man noch gar nicht wusste, dass eventuell was los sein könnte oder die Krankheit sich ausbreitet, beispielsweise in Italien. Kann man da jetzt sagen, okay, ich wusste es nicht und deswegen storniere ich kostenlos? Ist das wieder eine Kulanzfrage des Veranstalters? Da gilt im Prinzip genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, aus welchen Gründen ich storniere und dann eben, ob es die Stornomöglichkeit gibt, ja oder nein und zu welchen Konditionen. Okay, also auch da ganz genau schauen, was die Stornobedingungen sagen und eventuell vielleicht einfach einmal beim Veranstalter anrufen. Wenn es da eine Notfallnummer gibt, das lohnt sich eigentlich immer, da einmal nachzufragen, wenn ihr wirklich eine begründete Frage habt. Also ich glaube, da ist sehr viel los jetzt bei den Veranstaltern in den Notfalltelefonen. Deswegen, wenn ihr wirklich eine wichtige Frage habt, dann ruft da gerne an und lasst euch die Aussagen, die ihr da bekommt, im Bestfall sogar auch nochmal schriftlich per Mail bestätigen, einfach damit es vorliegen habt, damit ihr das auch vorweisen könnt, wenn irgendwas sein sollte. Aber das ist, glaube ich, ein guter Tipp, dass man einfach, wenn man weiß, man fliegt in 3 Wochen, man ist sich nicht so sicher, Beispiel Italien, wie soll das da weitergehen, dass man einfach den Veranstalter mal fragt, wie er das einschätzt. Ja, weil grundsätzlich kommt es ja nicht auf den Zeitpunkt der Buchung an, sondern eher auf den Zeitpunkt des Reisebeginns und des Reisezeitraums. Und das kann man jetzt dann eh noch nicht absehen. Ja. Eine weitere Frage, die da ein bisschen anschließt, ist, bekomme ich mein Geld wieder, wenn mich ein Land nicht einreisen lässt? Also beispielsweise habe ich eine Frage bekommen von jemandem, der nach Nepal fliegen will. Mhm. Und es gibt jetzt Einreisebeschränkungen für Deutsche. Was heißt das dann, dass man auf den Kosten sitzen bleibt eher?
Das kommt auch wieder darauf an, ob es eine Pauschalreise oder eine Individualreise ist. Also wenn ich individual nur den Flug buche und der Flug ist erstmal durchgeführt worden, dann ist ja die Leistung erbracht worden. Wenn es eine Pauschalreise ist und das nicht wesentlicher, das nicht der erheblichste Teil der Reise ist, dann kann die Reise ja an sich dann noch weiter durchgeführt werden und dann habe ich den besonderen Schutz über das Pauschalreiserecht. Okay. Und muss im Zweifel dann auch vom Reiseveranstalter zurückbefördert werden. Ne? Vielleicht noch einmal kurz zusammenfassend die Frage, wenn man aus Angst vor dem Virus den Flug storniert, wie ist die Rechtslage wegen der Erstattung? Das ist ja das, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich, dass man es eigentlich aus Angst eben nicht macht. Angst ist ein persönlicher Grund, subjektiv. Es müssen irgendwie objektive Umstände gegeben sein. Und bei Individualreisen, das heißt, wenn ich nur den Flug gebucht habe, dann kann ich in der Regel nur aus Sorge oder Angst nicht kostenfrei zurücktreten oder stornieren. Es sei denn, die Fluggesellschaft bietet diese Möglichkeit kulanterweise an. Ja. Eine wichtige Frage habe ich noch, weil die eben auch sehr relevant ist, vor allen Dingen bei Pauschalreisegeschichten, und zwar das Thema Reiserücktrittsversicherung. Greift die in dem Fall, wenn man Angst hat vor dem Coronavirus und in dem Fall vielleicht lieber stornieren will, oder greift die dann nicht? Nein, also die Reiserücktrittsversicherung ist grundsätzlich ja eigentlich eher da, das persönliche Risiko vor einer Erkrankung vor oder während der Reise abzusichern. Das heißt, wenn ich von dem Coronavirus selbst betroffen und erkrankt bin oder wenn ein Angehöriger stirbt oder so, unvermeidbare Risiken oder unvermeidbare Umstände während der Reise oder auch nur die Angst vor unvermeidbaren Umständen sind von den Reiserücktrittsversicherungen in der Regel nicht abgedeckt. Okay, ich hätte nämlich gedacht, dass es nicht so ist. Deswegen gut zu wissen. Es lohnt sich, wenn man das Gefühl hat, dass man im Vorfeld sich absichern möchte, aber eben nicht bei solchen Themen, dass man Angst hat, in eine Region zu fahren, wo so ein Virus gerade grassiert. Okay, grundsätzlich ist es aber schon so, dass sich eine Auslandskrankenversicherung lohnt. Wenn ihr da in der Form noch keine habt, dann könnt ihr ruhig mal schauen. Es gibt sehr viele unterschiedliche, zu unterschiedlichen Konditionen auch, aber eine zu haben macht auf jeden Fall Sinn, auch innerhalb von Europa, weil ihr dann im Bestfall auch Rücktransport garantiert habt und so weiter. Genau. Also für sehr kleines Geld. Deswegen könnt ihr das auf jeden Fall euch mal angucken. So, ein wichtiges Thema noch. Und zwar wollte ich euch noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr euch auf jeden Fall noch mal angucken sollt. Wir haben auf der Seite ja wirklich einen Artikel, den wir ständig aktualisieren, wo wir immer schauen, dass wir die aktuellsten Stornobedingungen und die aktuellsten Möglichkeiten für eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit bei unterschiedlichen Reisearten zusammengefasst haben. Also beispielsweise für Kurztrips, für Flüge, für Mietwagen, für Unterkünfte bei Airbnb, für Pauschalreisen, für Städtereisen und so weiter. Also all das findet ihr dort und könnt jeweils immer gucken, welche Reiseart passt jetzt für mich. Und wenn ihr über die Osterferien noch weg wollt und ein bisschen verunsichert seid, ob ihr es machen sollt oder nicht, es gibt wirklich einige Veranstalter, die gute Angebote für euch haben, auch zu fairen Preisen. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass die Stornobedingungen einigermaßen stimmen. Das könnt ihr da alles nachlesen und dann solltet ihr eigentlich abgesichert sein und im Zweifel kostenfrei stornieren können. Alles Weitere auch, wie sich der Virusverlauf entwickelt und so weiter, das findet ihr alles auf der Seite. Ganz wichtig ist nur, dass wir, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen die Ruhe bewahren, nicht alle in den Supermarkt rennen und alles kaufen, was es da gibt, sondern ein bisschen abwarten und uns darauf verlassen, dass die Reiseveranstalter sich schon bei uns melden, wenn eine bestimmte Lage sich verändern sollte. Dann bekommt ihr eine E-Mail oder auch eine WhatsApp, so wie ich es bekommen habe für meine Flüge. Dann wird euch da weitergeholfen. Deswegen wartet da im Bestfall drauf, wenn ihr die Geduld habt. Und guckt immer wieder auf den Artikel. Da gibt es auch hilfreiche Tipps, wie ihr euch beispielsweise gegen Corona schützen könnt. Da kann ich nur sagen, ganz wichtig ist immer mal wieder Hände waschen. Das hat noch nie geschadet. Das waren unsere Tipps jetzt erstmal. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne immer noch weiter kommentieren, uns schreiben, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr da einfach eure Erfahrungen mit uns teilt. Und wenn ihr Fragen habt, versuchen wir so viel wie möglich für euch herauszufinden. Deswegen schreibt uns gerne immer. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Und uns viele hilfreiche Tipps gegeben hast. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.